Er ist bereits seit der Saison 2013-14 als Cheftrainer bei der WSG Swarovski Tirol tätig und hat seither so ziemlich alle Höhen und Tiefen mit seinem Club durchgestanden. Heute ist er mir in der dritten Ausgabe von Frisch Treffpunkt Fußball zugeschaltet. Ich freue mich sehr, Thomas Silberberger begrüßen zu können. Hallo! Ja, hallo Hannes. Freut mich, dass ich dabei bin. Ja, gleich zum Einstieg gibt es auch für Sie dieselbe Frage wie für all meine Kandidatinnen und Kandidaten. Wie würden Sie den Beruf des Trainers in nur einem Satz beschreiben? Das ist der absolute Traumberuf, was ich habe. Und ich bin stolz und glücklich, Bundesliga-Trainer zu sein. Ja, Sie waren ja selbst lange auch Spieler und war das jetzt nicht so toll wie das Trainerdasein? Doch, doch, alles zu seiner Zeit. Also, ich habe zwei Kindheitsträume gehabt. Der Kindheitstraum Nummer 1 war, Bundesliga-Profi zu sein. Und gleichzeitig wollte ich dann anschließend Bundesliga-Trainer zu sein. Und ich habe mir beide Träume erfüllen können. Das heißt aber jetzt nicht, dass mir die Ziele ausgehen, aber Profi zu sein in der Bundesliga oder auch in der zweiten Liga, das hat schon was, wenn jemand sein Hobby zum Beruf machen kann. Ja, sehr gut. Sie sind ja jetzt schon im Gegensatz zu den anderen Trainern recht lange im Amt, obwohl es auch schwache Phasen gegeben hat. Präsidentin Diana Lange-Swarovski hielt aber immer an Ihnen fest, obwohl das im Fußballbusiness ja eigentlich eher schon fast untypisch geworden ist. Welche Vorteile für die Mannschaft ergeben sich dadurch? Ja, ich beantworte zuerst die zweite Frage. Grundsätzlich untypisch. Ich würde es gar nicht so dramatisch sehen, weil im Endeffekt sind wir aus der Regionalliga durchgestartet. Wie ich übernommen habe, waren wir Vierte in der Regionalliga West in Österreich. Und jetzt sind wir in der Bundesliga. Und wir haben wesentlich mehr erfolgreiche Phasen gehabt, als wir Negativphasen. Aber Negativphasen waren definitiv eigentlich nur das letzte Jahr oder die letzten 3 Monate nach dem Lockdown, wo wir in der Quali-Runde wirklich nicht performt haben. Alles andere, glaube ich, wir haben uns Step für Step entwickelt. Also so viele schlechte Phasen hat es in Wattens nie gegeben, wenn wir, wie gesagt, von der Regionalliga durchgestartet sind. Und deshalb ist jetzt nicht so verwunderlich, dass man mit dem Trainer weiterarbeitet. Vorteile zu deiner ersten Frage, Vorteile für die Spieler. Ja, man spielt sich besser darauf ein. Wobei Vor- oder Nachteile, wenn ich jetzt aus Spielersicht komme, würde ich für mich nicht ergeben. Wir haben auch in diesen Zeiten, ich bin jetzt 8 Jahre Trainer in Wattens, wir haben einige Male die Spielfelder so viel geändert und da muss der Spieler mitziehen, weil wir waren Regionalliga, waren wir Titelkandidat, dann waren wir Zweitliga-Abstiegskandidat, dann haben wir uns zum Titelkandidat in der zweiten Liga entwickelt. Und dann waren wir sofort wieder Abstiegskandidat in der Bundesliga. Und du kannst nicht immer mit der gleichen Philosophie entweder Titelkandidat oder Abstiegskandidat sein. Das ist auch klar. Du musst dich da ständig entwickeln. Und es war ein Stück weit der Prozess für die Mannschaft. Aber natürlich, ich habe jetzt sehr, sehr viele Spieler trainiert in diesen 8 Jahren, wo ich beim Verein bin. Aber ich glaube, Vor- oder Nachteile für einen Spieler, ob er Langzeittrainer da ist, das glaube ich, kann ich gar, so gar nicht sagen. Ja, dadurch kann ich mir gleich meine nächste Frage, ob es auch Nachteile gäbe, ersparen. Aber offensichtlich scheint es ja mehr Vorteile zu geben. Die WSG steht ja derzeit am 5. Tabellenplatz und hat auch zuletzt Rapid geschlagen und wäre somit ab der Teilung in der Meistergruppe. Hätten Sie sich je gedacht, als eigentlicher Absteiger, so weit hinauf zu klettern, beziehungsweise sehen Sie die WSG als der nächste WRC oder TSV Hartberg? Oh, als nächsten WRC will ich uns nicht sehen, als TSV Hartberg, da können wir mich eher identifizieren, weil sehr, sehr viele Parallelen da sind. Die sind ja aus der Regionalliga durchmarschiert. Da sehe ich viele Parallelen. Und zu deiner ersten Frage, natürlich hätte man das so nie erwartet, weil im Endeffekt, wo man am 4. Juli, wo man Zweitligist ist, das hat dann andauert, bis die Causa Mattersburg beendet war bis Mitte August und dann haben wir schnellstmöglich ein Team zusammenstellen müssen. Wir haben 13 Transfers getätigt und da haben wir nicht gewusst, ob dann jeder so funktioniert, wie es aktuell ist. Aber wir haben, glaube ich, keinen Stein auf den anderen lassen in Wattens, außer die sportliche Führung ist die gleiche geblieben und da sind wir dann schon Hand in Hand gegangen, ich und der Sportdirektor und haben gesagt, so probieren wir im Herbst zu performen, dass so gleich so gut klappt.
Ist natürlich doppelt, doppelt freudig, weil es war eine sehr, sehr schwierige Situation für uns. Ja, bevor ich da jetzt aber näher auf die Mattersburg-Affäre eingehe, möchte ich noch ein bisschen bei Parallelen bleiben. Im Bundesliga-Magazin werden Sie zitiert, dass man die WSG Tirol mit dem SC Freiburg aus Deutschland vergleichen könne, wenn es um die Beständigkeit eines Trainers geht. Sehen Sie sich dann auch als die österreichische Version Christian Streichs? Zumal sie ja fast genauso lange im Amt sind wie Christian Streich, beziehungsweise ist er ein Vorbild für sie. Ja, der Christian Streich, mir haben ja schon viele Leute auch noch gesagt, ich habe auch eine Ähnlichkeit mit Christian Streich. Und wobei er ein bisschen älter ist wie ich. Nein, ich finde ihn einen tollen, spannenden Trainer, aber grundsätzlich der SC Freiburg, der hat eigentlich ähnliche Philosophie. Der Vorn Streich war ja auch ewig lang ein Trainer, der Volker Finke. Dann haben sie einmal kurzfristig mit Trainer ein bisschen schneller gewechselt, haben keinen Erfolg gehabt und seit der Streich wieder ein Langzeittrainer da ist, ist der Erfolg wieder da. Vor meiner Zeit in Wattens war der Roland Kirchler, der war ja auch 4 Jahre Trainer vor meiner Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Unikum, dass ich da der Einzige bin, der was so lang ist. Die WSG Swarovski Tirol hat eigentlich generell immer lange Dekaden mit Trainer gehabt und von denen her ist das vielleicht auch ein Stück weit Philosophie dieses Vereines. Aber mit Christian Streich kann ich mich schon identifizieren, definitiv. Ja, passend zu dem Thema muss ich Sie jetzt fragen, sind Sie in puncto Kabinenansprachen eher der feurige Typ, wie zum Beispiel Jürgen Klopp, oder sind Sie eher die Kategorie Christian Streich, der das Ganze ja scheinbar ruhiger anzugehen scheint? Es ist situativ, ich kann beides. Ich kann ausflippen, ich kann einen cholerischen Anfall haben, aber ich kann auch absolut die Ruhe bewahren. Ich glaube, das zeichnet auch den jeweiligen Trainer immer aus. Du brauchst das Spür, was die Mannschaft jetzt braucht. Wenn die Mannschaft zu grob fahrlässig am Platz agiert, dann braucht es eine feurige Ansprache. Wenn du siehst, die Mannschaft ist überfordert, dann nutzt da wahrscheinlich cholerischer Ausbruch relativ wenig. Da musst du dann schon in der sachlichen Analyse bleiben. Aber wir fahren da, oder ich fahre da relativ gut, ist mein Empfinden, dass ich situativ das Richtige anbringe, weil sonst kannst du auch nicht so lange Trainer sein. Ja, im Interview mit dem Bundesliga-Magazin sagen Sie auch, dass sich einige Spieler wichtiger gemacht haben, als sie es tatsächlich waren, während sie wegen ihres Motorradunfalls behandelt haben werden müssen. War dies eine indirekte Anspielung, eine indirekte Kritik auf und an Stefan Meyerhofer, welcher Sie bei einem Spiel als Trainer der WSG vertrat und beim Club auch laut eigenen Aussagen als Co- und Individualtrainer gelistet war. Nein, das war jetzt nicht nur auf den Stefan gemünzt. Natürlich hat der Stefan da auch einiges dazu beigetragen, weil er ein sehr polarisierender Spieler ist. Und das war natürlich auch Stefan Meyerhofer, war dann schon ein Kulturschocker in der Kabine, also ein polarisierender Spieler. Aber es war nun nicht nur er. Wir sind da generell, durch das, dass ich kaum mehr bei der Mannschaft habe sein können, weil ich ja 8 Wochen Liegegips gehabt habe, sind da mehrere Dinge aufgepoppt, aber nicht nur der Stefan alleine. Aber da hat's dann schon einige Gräben in der Mannschaft gegeben und die haben wir halt leider nicht erkannt, beziehungsweise ich habe sie nicht erkannt. Und mein Trainerteam, das haben wir dann auch aufgearbeitet, hat es mir auch nicht so weitergegeben, beziehungsweise hat es auch nicht erkannt. Ich habe es definitiv nicht erkennen können, weil ich nicht vor Ort war, eigentlich sehr gehandicapt war und eigentlich nur das Match-Coaching übernommen, habe die Trainingsarbeit am anderen übernommen. Und im Nachhinein ist dann schon einiges aufgepoppt. Aber jetzt diesem Stefan überzuhängen, das Marschall, das ist absolut nicht der Fall. Er hat einiges dazu beigetragen, aber nicht nur er. Ja, Sie sagen ja auch im Bundesliga-Magazin, dass Ihre Verletzung bzw. Ihre fehlende Anwesenheit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass man in dieser prekären Situation als möglicher bzw. eigentlich als fixer Absteiger war. Dann hat Mattersburg aber Insolvenz anmelden müssen und durch diesen Fall ist die WSG oben geblieben. Jetzt meine Frage. Was war so Ihr erster Eindruck, als Sie erfahren haben, dass die WSG doch
in der höchsten Spielklasse Österreichs bleiben darf. Ja, wie das aufgebaut ist mit der Commerzbank, dem Tag, da wollen wir eigentlich fast sicher, dass wir in der Bundesliga bleiben, weil man auch der Gerüchte hat es ja viele gegeben über Mattersburg-Spieler, dass die fürstlich entlohnt worden sind. Dann hat man auch immer die Budgetzahlen gesehen von Mattersburg, was veröffentlicht worden sind. Da hast du dann schon gedacht, auch als Außenstehender von einer anderen Bundesligisten, dass die mit diesem Riesenbudget sportlich eigentlich keinen Schritt weiterkommen wie wir. Weil die haben ja ein Budgetzahlen gehabt um die 10, 12 Millionen. Das war ja ein Wahnsinn. Und da habe ich mir schon gedacht, bei diesem Aufbau bis Commerzbank Martin Bucher, jeder hat gewusst, dass der Verein eigentlich diktatorisch geführt wird, einzig durch die Person Martin Bucher. Und dann war eigentlich schon relativ, für mich war es eigentlich klar, dass sich das nicht ausgeht. Natürlich hat der Mattersburg probiert, jeden Strohhalm zum Klammern mit Investor. Da ist halt vieles aufpoppt und es ist relativ lang rausgezögert worden, bis dann tatsächlich Mattersburg den Lizenzverzicht bekannt gegeben hat. Aber die Zeichen waren relativ früh dahingehend, dass es nicht ausgeht für Mattersburg. Und wir wollen da Nutzen ist, aber wir brauchen uns jetzt deswegen nicht entschuldigen, oder schlechtes Gefühl haben. Deswegen, es war vor Mattersburg hat schon Konkurse gegeben. Ich erinnere mich 2002, der FC Tirol. Da ist die Admira drin geblieben in der Liga durch den Lizenzentzug vom FC Tirol. Und die Admira hat sich deswegen auch nicht schämen müssen. Und genauso ist es bei uns. Wir nehmen die zweite Chance jetzt einfach wahr. Und dafür, dass in Mattersburg Tiroler runtergehen, da brauchen wir uns nicht entschuldigen und wir können absolut nichts dafür. Ja, genau. Und bei der WSG scheint ja auch alles rund zu laufen. Ich möchte jetzt aber näher auf den Beruf eines Trainers eingehen. Da jetzt meine Frage, wie sieht Ihr Arbeitstag unter der Woche aus, also zu normalen Trainingszeiten? Zu Trainingszeiten, ja, es geht relativ früh los. Ich bin spätestens um 7:15 Uhr in meinem Büro im Sportoffice. Dann Training ist meistens um 10 Vormittag, dann spätestens um 8 habe ich die Rückmeldung von unseren Physiotherapeuten, wer trainingsfähig ist und wer nicht. Und dann wird das Training besprochen mit dem Trainerteam. Und dann spätestens um 9 gehe ich in meine Trainerkabine und bereite alles vor fürs Training. Das Training selber dauert dann in etwa 90 Minuten. Das wird großteils die Warm-up-Phase wird von einem Athletiktrainer und vom Assistenztrainer geleitet. Ich mache eigentlich nur den Hauptteil und den Schlussteil. Und so wird halt das Training gestaltet. Im Anschluss daran gehe ich wieder in mein Sportbüro und circa um 16 Uhr, 16.30 Uhr verlasse ich dann das Sportbüro. Bei einmal am Tag Training schaut der Arbeitstag so typisch eigentlich aus. Okay. Zweimal trainieren, da hast du halt dazwischen. Hast du halt weniger Bürozeiten, aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr viel im Büro. Okay, und was machen Sie an einem Spieltag? Ja, Spieltag hängt dann stark davon ab, ist es ein Auswärtsspiel, ist ein Heimspiel, wann ist die Anschlusszeit? Bei 14:30 Anschlusszeit haben wir eigentlich Vormittag wenig geplant. Bei 17 Uhr Anschlusszeit ist Vormittag um 10 Uhr immer das Aktivieren und die Besprechung. Wenn wir 14:30 so wie jetzt 14:30 anstoßen, dann passiert die ganze Besprechung schon beim Abschlusstraining am Tag davor und es gibt kein Aktivieren in der Früh. Auswärts ist wieder ein anderes Thema. Wir reisen immer am Tag davor schon in aller Früh an. Also wenn wir am Samstag spielen, dann reisen wir am Freitag um 8 Uhr ab in Tirol, checken dann ein ins Hotel und am Spielort machen wir das Abschlusstraining. Und ja, und dann hast du die ganz normalen Abläufe, Physiotherapie für die Spieler. Und am Spieltag selber ist entweder Vormittag Besprechung ist immer und entweder aktivieren oder nur ein Spaziergang hängt wieder von der Anschlusszeit ab. Und dann direkt beim Spiel, was machen Sie da? Ja, direkt beim Spiel. Es ist so, ich will 90 Minuten vorher im Stadion sein. Das heißt, wir sind 90 Minuten vorher im Stadion. Die Mannschaft hat eigentlich die Besprechung schon hinter sich. Es gibt halt dann noch kurze Einzelgespräche mit den einzelnen Spielern. Und kurz bevor die Mannschaft rausgeht, die 45 Minuten vor Spielbeginn, kurz bevor sie zum Aufwärmen geht, wird ganz schnell, nur in einer Minute, 1:30 Minuten, nochmal der Matchplan durchgegangen. Und ja, dann geht sie zum Aufwärmen, kurz vorm Rausgehen, wenn der Schiedsrichter pfeift, gibt es halt noch, ja, ein ganz kurzes 10-sekündiges Briefing, das
dass wir dann am Punkt genau da sind, wenn es losgeht. Ja, viele Trainer beziehungsweise fast alle Trainer haben ihre eigenen Trainingsstrategien. Meine Frage jetzt, wie trainieren Sie Ihre Spieler und wie viel verlangen Sie Ihren Spielern ab beim Training? Ja, grundsätzlich, wir trainieren ja mit Trainingssteuerungsmethoden wie GPS-Tracking. Also die Spieler sind vernetzt während dem Training, den GPS-Tracking-Tool verwaltet unser Assistenztrainer. Wir trainieren eigentlich anfangs der Woche noch am freien Tag, trainieren wir sehr, sehr hochintensiv im hochintensiven Bereich. Das wird alles überwacht von unserem Athletiktrainer. Und da haben wir eigentlich die optimale Trainingssteuerung. Also die Tage, noch am freien Tag ist eigentlich, steht sehr, sehr viel kleine Spielformen, Pressing, Umschalten, hochintensive Sachen am Programm. Und je länger die Woche dauert, beziehungsweise näher du zum Meisterschaftsspiel kommst, gehst du eher in den technisch-taktischen Teil rein, wo es dann am jeweiligen Spieltag der Gegner hergibt. Da wird dann 2 Tage vor dem Spieltag, wird dann im taktischen Bereich auf den Gegner hingearbeitet. Und am Tag von Matches eigentlich nur mein Abschlusstraining mit Standardsituationen und kurze Wiederholung der Trainingsinhalte der kompletten Woche. Ja, genau. Und im ersten Lockdown, also von März bis Mai, wie haben Sie da Ihre Spieler trainiert und welche Schwierigkeiten ergeben sich dadurch? Ja, im Endeffekt haben wir in der ersten Phase des harten Lockdowns, wir in Tirol waren ja nur einmal in einem anderen Lockdown drin wie der Rest von Österreich. Wir haben ja die absolut härteste Quarantäne gehabt, was man haben kann. Wir haben nicht einmal das Haus verlassen dürfen. Die ersten Wochen haben wir mittels Video Zoom Meeting, so wie wir jetzt, kommuniziert. Der Athletiktrainer hat ein Zoom Meeting gemacht, hat dann ja, versucht, einen athletischen Bereich reinzubringen, Kraftelemente, was anders geht er eh nicht. Es war eigentlich ja eine sehr unbefriedigende Situation für alle, weil die Wahrheit ist, das bringt dich nicht wirklich weiter. Du erhaltest vielleicht ein bisschen die Fitness, aber mehr war nicht möglich. Dann ist das Gruppentraining aufgegangen mit 6 Spielern. Da haben wir dann schon versucht, auch im konditionellen Bereich zu trainieren, ist klar, weil mit 6 Spielern kannst du auch nicht in Spielformen, Körperkontakt war verboten. Und dann wird das Mannschaftstraining aufgegangen, als 14 Tage vor Meisterschaftsstart wieder. Da hast du dann wieder versucht, eine Normalität reinzukriegen. Aber es war halt alles, ja, es war halt alles, wie soll ich sagen, sehr, sehr anstrengend, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Es war relativ weit, weit weg vom Profifußball. Ja, glauben Sie, dass dieser Lockdown und dieses doch auch fehlende Training Gründe dafür waren, warum die WSG fast abgestiegen wäre? Ja, eigentlich sind wir abgestiegen, gell, sportlich. Das hat definitiv dazu beigetragen bei uns, weil wir sehr, sehr hohe Altersdurchschnitt gehabt haben in der Mannschaft. Und dann nach diesem Lockdown haben wir in 10 Spiele in 5 Wochen. Also wir haben immer im Dienstag, Samstag-Rhythmus spielen müssen. Und da ist halt dann eine überaltete Mannschaft am Platz standen. Grundsätzlich wäre das kein Problem gewesen für uns aus unserer Sicht, wenn du Samstag-Samstag-Spieltage gehabt hättest. Aber so haben wir eigentlich nur gespielt und Regeneration und Abschlusstraining gehabt. Und das war dann definitiv für meine Mannschaft mit diesem Altersschnitt eine fatale Geschichte. Der Schuss ist nach hinten losgegangen. Und so sind wir am Ende des Tages dann auch irgendwo verdient letzter geworden. So ehrlich müssen wir schon sein. Weil wenn du in der Quali-Runde nur ein Spiel gewinnst, dann bist du irgendwo zwangsläufig Letzter. Obwohl wir bis zum letzten Match, bis zur letzten Minute die Chance gehabt hätten, dass wir der Admira das Tor machen, sind wir dann abgestiegen. Und das war schon, weil vor dem Lockdown hat es eigentlich wunderbar gepasst. Da haben wir in die 4 Spielen haben wir 7 Punkte gemacht gegen 3 Mannschaften aus der Meistergruppe. Und da waren wir eigentlich sehr, sehr stabil und sehr stark in der Spur. Aber der Lockdown hat uns dann definitiv dann den Stecker gezogen. Ja, das passt jetzt ganz gut zum Thema Schwierigkeiten. Es gibt ja immer wieder Spannungen zwischen Trainern und Spielern, größere und kleinere etc. Haben Sie solche in Ihrer Trainerlaufbahn schon erlebt, beziehungsweise vielleicht auch in Ihrer Spielerlaufbahn? Und wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, definitiv. Spannungen hast du natürlich, wenn du einen großen Kader hast und alles fit ist. Du hast dann relativ viele unzufriedene Spieler, weil die Spieler, wo es nur auf der Bank sitzen oder gar nicht im Kader sind, die sind unzufrieden. Da kann man auch sagen, ich bin glücklich mit meiner Rolle. Mein Ansatz ist, es lässt sich sehr, sehr viel in Einzelgesprächen bereinigen. Selbst wo ich natürlich auch Spieler mal und habe solche Situationen vorgefunden, wo ich nicht berücksichtigt worden bin. Und habe dann auch immer das Gespräch mit dem Trainer gesucht, aber jeder reagiert irgendwo anders drauf, aber Spannungen sind definitiv da. Das ist auch jetzt, wo wir sehr erfolgreich sind. Mir kann die Startelf verändern. Du musst schon immer wieder sehr aufmerksam sein und die Dynamik innerhalb dieser Truppe sehr, sehr genau beobachten, weil aktuell ist bei uns, obwohl ja alles super und erfolgreich ist, aktuell ist die Gruppe der Unzufriedenen fast größer wie die Gruppe der Zufriedenen, weil man kaum rotieren, weil immer die gleichen Startelf-Spieler spielen und immer die gleichen Wechsel vollzogen sind. Aktuell muss ich, alles ist fit, ich muss Spieltag für Spieltag 8 Spieler aus dem Kader nehmen und natürlich sind die nicht zufrieden und deswegen heißt die Situation sehr, sehr genau beobachten. Aber das beste Mittel ist, mein Ansatz ist, mit den Spielern drüber reden. Ja, und jeder Club hat ja auch seinen eigenen Strafenkatalog, wobei man beispielsweise etwas zahlen muss, wenn man gegen eine Clubregel verstoßen hat. Hat die WSG auch einen und wie sieht dieser ungefähr aus? Ja, wir haben einen definitiv einen Strafenkatalog, den habe ich festgelegt, die Summen habe ich festgelegt, der Strafenkatalog ist von der Mannschaft ausgearbeitet worden. Ja, es gibt natürlich, wir spielen Bundesliga, da sind natürlich oft andere Ansätze, andere Höchstsätze, wie wenn ich Regionalliga oder in der Landesliga spiele, ist klar. Aber bei uns zum Beispiel auch ein Strafenkatalog ist, wenn ich zu spät komme zum PCR-Test, der was ja für uns verpflichtend ist, wenn ich da zu spät komme, dann bin ich am Spieltag darauf, also das Wochenende nicht im Kader. Also da strafe ich jeden wesentlich mehr, als wir mit einer Geldstrafe. Da gibt es natürlich sehr, sehr hohe Strafen für Kritik am Schiedsrichter, gelbe Kartenkritik, gelb-rote Kartenkritik. Das sind dann schon sehr, sehr heftige Geldstrafen. Aber dafür bin ich eher ein bisschen zu spät gekommen, wenn Kleinigkeiten da sind, die Summen jetzt nicht so hoch. Aber alles, was der Mannschaft dann definitiv schadet, wie gelb-rote Karten, da gibt es dann schon sehr, sehr hohe Strafen. Ja, Stichwort gelbe, rote und gelb-rote Karten. Sie sind ja selbst beim Spiel gegen den Spusso SK in St. Pölten am 7. November 2020 vom Platz verwiesen worden. Auf die Frage von Sky, was der Strafenkatalog für Sie vorsehe, meinten Sie, dass Sie ihn zusammenstellen und somit nichts zu tun bzw. zu zahlen hätten. Haben Sie dann tatsächlich in die Geldbörse greifen müssen, beziehungsweise wie haben Ihre Spieler darauf reagiert? Naja, das habe ich im Sky gesagt, das stimmt auch so. Ich habe definitiv der Mannschaftskasse Geld zur Verfügung gestellt. Ich habe mich irgendwo selber bestraft und die Mannschaft, es gibt einen Mannschaftsrat, die waren auch mit dieser Höhe dann einverstanden. Und jetzt möchte ich gerne nochmal sagen, das war ein klarer Justizirrtum, dass ich da ausgeschlossen bin, worden bin, weil das war eigentlich ein Witz, das behaupte ich heute noch. Und wenn ich hernehme in der Bundesliga, was andere Trainer so zu den vierten Offiziellen und zu den Schiedsrichtern sagen, da müsste ich ja fast wöchentlich einer rausfliegen. Also, wir haben das bereinigt intern, ich habe was bezahlt und alles ist okay. Ja, sehr gut. Sie sind ja als Trainer nicht alleine, sondern ein Trainerteam besteht ja aus Torwarttrainer, Assistenztrainer und Ihnen als Chefcoach. Erzählen Sie uns doch ein bisschen von der Arbeit im Team. Ja, wir haben einen Athletiktrainer auch noch hauptberuflich. Also grundsätzlich ist so, wir haben eine Spielstrategie, das ist ganz klar. Und dann gibt es diese Trainingswoche, wenn ich jetzt hernehme in der Meisterschaft, die Trainingswoche wird vom Meisterschaftsspiel nach hinten runtergebrochen. Dann gibt es ganz klar, was wir trainieren, wer was zu tun hat. Die Mannschaft, die Trainerteam kriegt von mir die Inhalte. Jeder ist in seinem Bereich. Darf er absolut schalten und walten, wie er will. Es geht halt dann auf die Inhalte, wo sie sehen will, die muss er mal präsentieren. Grundsätzlich, wie er zu diesen Inhalten kommt,
Das ist dann ihm überlassen, weil der Athletiktrainer zum Beispiel ist absoluter Profi, der ist Sportwissenschaftler, der weiß sogar in Bezug Athletik, muss da alles zusammenhängen, wesentlich mehr wie ich, dem vertraue ich auch blind. Er kriegt von mir den Zeitrahmen und in dem Zeitrahmen kann er völlig frei schalten und walten in Bezug auf den Hauptteil dann von mir. Also da mische ich mich null rein. Das Gleiche ist bei einem Assistenztrainer und der Torwarttrainer. Der ist sowieso irgendwo eine eigene Gruppe, die Torhüter sind eine eigene Gruppe, das ist ganz klar. Und werden dann auch zum Hauptteil erst von uns benötigt. Und deshalb konnte er eigentlich auch in seinem Bereich völlig frei arbeiten. Ja, als Cheftrainer sind Sie ja auch letztendlich dafür verantwortlich zu entscheiden, welcher Spieler wann und wie lange zum Einsatz kommt. Gibt es da auch innerhalb des Betreuerstabes hier und da kleine Meinungsverschiedenheiten? Ja, mit den Trainern spreche ich mich natürlich ab, das ist klar. Und ich hole mir auch da gerne Inputs, weil oft sieht jemand was anderes. Also wenn wir so einen Wechsel durchführen oder grundsätzlich über Startaufstellung diskutieren im Laufe der Trainingswoche, da kann jeder seine Meinung einbringen. Entscheiden muss dann nie, weil ich ja den Kopf hinnehme. Aber es sind dann schon eigentlich immer Entscheidungen, was im Sinne der Mannschaft sind. Also es sind dann stimmige Entscheidungen. Also die Spieler selber. Die Spieler beziehe definitiv nicht ein in die Entscheidung Startelf, weil es ist so, ich beschäftige mich eine ganze Woche mit dem kommenden Spiel und der Spieler beschäftigt sich vielleicht 10, 15 Minuten damit. Und da brauche ich nicht unbedingt die Meinung dann vom Spieler, weil ich der Meinung bin, dass er sich nicht hundertprozentig, weil er sich nicht so aufs Spiel beschäftigt wie ich. Und deshalb hole ich mir relativ wenig Meinungen von die Spieler ein, was das betrifft, wer in der Startelf stehen soll und so weiter, was das Beste wäre. Weil nur einmal, ich glaube, die Spieler befassen sich nicht so intensiv mit dem nächsten Gegner wie das Trainerteam. Ja, nach tollen Leistungen betteln ja oftmals auch einige Spieler förmlich darum, am nächsten Tag ein Training zu haben. Kennen Sie das vielleicht auch aus Ihrer Zeit als Spieler, als Aktiver, beziehungsweise wie reagieren Sie heute als Trainer darauf? Ja, das kenne ich definitiv. Das ist, wenn du erfolgreich bist, fordern die Spieler ganz gern den Regenerationstag als zusätzlicher freien Tag ein. Wobei, ja, ab und zu sage ich, es passt. Es muss auch vom Rahmen reinpassen, dass ich sage, okay, das habe ich euch verdient. So wie die Woche wollten sie auch frei haben. Also genau, Jungs, es geht definitiv nicht. Wir haben noch ein ganz, ganz ein wichtiges Spiel und sind in einer sehr, sehr fortgeschrittenen Phase der Herbstsaison, wo wir dieses Regenerationstraining unbedingt brauchen. Und die Spieler, die es nicht im Kader waren, brauchen das Spielersatztraining. Und da haben wir dann einen anderen Deal ausgemacht, wie wir jetzt reinschlagen würden. Zum Beispiel kriegen sie einen Urlaubstag länger, der was dann im Nachhinein im Jänner dann hinten dran kriegen wird. Aber diese Woche war es nicht möglich, die Woche davor oder 2 Wochen davor war es definitiv möglich. Ja, die Zeit ist mittlerweile knapp geworden. Der Trainerberuf ist sehr, sehr vielseitig. Meine abschließende Frage ist jetzt, was wünschen Sie sich für die Zukunft bei der WSG Tirol? Ah, ja, das ist mein Wünschen. Das ist jetzt nicht so meins. Ich wünsche mir einfach, dass wir erfolgreich arbeiten. Ob das dann über den Strich ist, unter den Strich, ich will einfach nur, dass wir erfolgreich unseren Weg vorgehen können, weil im Endeffekt haben wir eigentlich eine tolle Sache hinter uns. Wir sind aus der Regionalliga bis in die Bundesliga gekommen und da gilt es jetzt einfach demütig sein und tagtäglich arbeiten und einfach erfolgreich zu sein. Ob der Erfolg dann Platz 6 ist oder Platz 11, es ist Erfolg, definitiv. Wir wollen auf keinen Fall das letzte Jahr, was wir gehabt haben, wiederholen, weil das war dann schon eine ganz eine schlimme Geschichte, auch für jeden Einzelnen, der was einmal sportlich absteigt. Das wollen wir nie wieder haben. Und von dem her, wir sind ein kleiner Verein, wir fühlen uns pudelwohl in der Bundesliga und da drin wollen wir bleiben. Das wären die Ziele oder die Wünsche, was wir haben. Ja, in diesem Sinne darf ich mich für das tolle Interview sehr herzlich bedanken. Wünsche Ihnen und der WSG Swarovski Tirol natürlich alles Gute und vielleicht, man weiß es ja noch nicht, aber vielleicht sieht man sich ja dann in der Meistergruppe. Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute und bedanke mich nochmal recht herzlich.
für das tolle Interview. Dankeschön. Danke, Hannes. Ich bedanke mich auch fürs Interview und ja, wer weiß, wo wir uns sehen. Alles klar. Ja. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.